Moin, moin, meine Mangos. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Underworld Football Manager 2. Endlich mal wieder mit mir, dem Mr. Mangobaum. Und heute gibt es ein bisschen Scouting, hoffe ich. Ja, wie wir sehen oder wie ihr seht, habe ich einige Silbermünzen. Und es wird heute nicht so ultra lang gehen, wie es bei den ersten Malen des Scoutings war, wo es nur den Bas-Scout und diese Gold-Scouts gab. Jetzt gibt es auch solche Mittelfeldstrategen. Gut, das wechselt stündlich, also nicht stündlich, sondern ein paar Stunden. Ob das man jetzt einen Mittelfeldspieler, einen Stürmer oder einen Verteidiger bekommt, hier sind auch die Chancen besser als beim Basiskorb. Man bekommt mindestens 3 Sterne Spieler und man bekommt eigentlich pro Spieler, den man zieht, genau Geld. Und das ist das Geile daran, weil nachdem wir das getan haben, werden wir 30 mal 34.000 werden wir nochmal 1 Million gemacht haben. Außerdem bekommen wir heute 1 Million, weil wir 1000 Gold haben. Und dadurch können wir uns sogar 1,1 Millionen holen, wie ich sehe. Und wir machen das auch. Ja. Und jetzt haben wir schon mal recht viel Geld. So, wie sieht es eigentlich mit denen aus? Ja, die haben sich schon verbessert, meine Spieler. Wunderbar. Ich bin gerade auf dem Weg, die 5-Sterne-Spieler, also die 2 neueren, so ungefähr auf das Niveau der alten zu bringen. Und ja, das wäre es eigentlich, was ich momentan so mache. Ich grade momentan keine Gebäude ab. Ja. Irgendjemand hat mal zuletzt oder in näherer Vergangenheit gesagt, dass das irgendwie krass wichtig ist, aber er hat mir keine Begründung genannt, als ich nachgefragt habe. Deshalb denke ich mal, es ist nicht so wichtig, weil ich habe die Trainingsdinger schon, also Trainingsplatz schon auf Max. Ui, wir treffen ja auf krasse Gegner. Warum bekommen wir so krasse Gegner? Wir sind nicht so gut. Das finde ich ein bisschen ungerecht. Super. Jetzt habe ich. Wir schauen gleich mal nach die UFC Masters. Die kenne ich noch aus der Zeit von. Na, wie hießen sie? Austrian Legends, als die noch gut waren. Auch das waren tolle Zeiten. King wurde verhaftet. Er ist frei. So, wo sind wir denn eigentlich? Wir haben ja also so 5-Sterne-Spieler Max gefühlt. Ja, na, nicht unbedingt Max. In unserer. Als ob der spielt. Krass. Ich finde das toll. Cool. Spielen Stamm, ich finde das toll. Und wir sind trotzdem noch auf der 89. Wo ist der? Wie können die auf der 86 sein, wenn die solche Spieler haben? Hä? Warum sind die so krass? Und wir, warum sind wir da so weit oben? 27.047 haben die an Angriffswert. Ja, 20.049. Warum sind wir dann so weit vorne? Wundere ich mich gerade. Na gut. Was wir heute machen, ist scouten. Und wenn wir dann noch Zeit haben, was wir wahrscheinlich machen, haben werden, machen wir noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt erstmal scouten. Mittelfeldspieler passt eigentlich. Ich habe im Mittelfeld einen 5-Sterne-Spieler im Angriff. Einen 5-Sterne-Spieler. Zur Not, falls ich hier einen ZM bekomme. Was gibt es denn für Aufstellung genau? Kann ich 3-4-3 umstellen? Dann nehme ich Chaffee raus. Das geht auch. Ne? Das würde auch funktionieren. Doof wäre halt. Nee, nee, sonst wäre nichts doof eigentlich. Nee, sonst ist eigentlich alles to tutti frutti. Nee, also eigentlich im Mittelfeld muss ich mir keine Sorgen machen, was ich bekomme. So, dann scouten wir. Ja. Gut, fußballtechnisch gibt es eigentlich nicht so viel Neues in Bezug auf Transfers. Also
Schalke, also das ist jetzt schon ein bisschen her, aber jetzt, ich erinnere mich gerade, hat den ersten Wintertransfer getätigt. Die haben von Mainz einen Spieler ausgeliehen, also einen Jugendspieler in Anführungszeichen, der spielt für die erste Mannschaft, aber bisher noch nicht so viel und er ist halt noch sehr jung. Ich glaube, Niklas Tauer hieß er. Bin mir aber gerade unsicher. Ich weiß gar nicht, was der spielt. Ich glaube, der spielt Flügel. Aber sonst sind noch keine größeren Transfers. Ja. Dortmund ist vielleicht an Bensebaini interessiert und bei vielen Gladbach-Spielern, also wichtige Gladbach-Spieler, laufen ja die Verträge aus. Bei Sommer, bei Thuram, bei Bensebaini. So, den habe ich, also ich habe schon für jede Position doppelt, also mindestens zwei Vier-Sterne-Spieler, deshalb brauche ich ihn nicht. Kriege ich da mehr? Ah ja, genau, ich verkaufe ihn ja, ne? Noch zusätzlich, ne? Ich bekomme ja zusätzlich zu den 34.000 noch das, was ich verkaufe. Oh, krass, cool. Ja, also bei denen läuft der Vertrag aus, das ist schon krass. Also Thuram will auch nicht verlängern. Inter ist da zum Beispiel interessiert. Bensebaini geht dann vielleicht zu Dortmund und so immer ist man sich, arbeitet man noch dran, dass er verlängert. Die Bayern hätten den unter Umständen gerne gut, aber ja, ich weiß ja nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht läuft noch bei anderen der Vertrag aus. Also bei Plea nicht. Stindl glaube ich auch nicht. Also ich gehe jetzt mal wichtige Spieler durch. Kone, Neuhaus auch nicht. In der Innenverteidigung mit. Er ist eigentlich noch Innenverteidiger Friedrich. Friedrich, den hat man mal von Union geholt. Und wer ist noch Innenverteidiger? Bei Gladbach weiß ich gerade gar nicht. Gut, den brauche ich auch erst recht nicht. Aber bisher schon zwei, vier Sterne-Spieler. Ist eigentlich ganz toll. So, machen wir weiter. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen sparen sollen, bevor ich diese Folge mache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beim letzten Mal auch 30 hatten, wo ich den 5-Sterne-Spieler weggeklickt habe. Da dachte ich mir, es reicht. Ja. Aber na gut, heute wird es vielleicht nichts. Ich hoffe einfach, dass ich keinen weggeklickt habe, ansonsten wird man es mich wahrscheinlich wissen lassen. Oh, 900 Mann den Scout beauftragt. 14 Gold, das ist toll. Ja, schon wieder über ein Drittel für die nächste Million. Es geht relativ flott. Sogar. Ich würde gerne wissen, wie weit der Club Clash eigentlich geht. Gibt es da. Ich denke mal, also so bis Level 200 war Level 180 oder so ungefähr, bekommt man das letzte Special-Gebäude. Und dann ist entweder da Schluss oder so bei 200, bei einer geraden Zahl, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie regelmäßig erweitert wird. Zumindest habe ich da noch nichts in Updates von gelesen. So. Wunderbar, dann kommen bald wahrscheinlich auch wieder Videos über die besten Spieler, bei denen die Verträge aus, bei denen die Verträge auslaufen und Spekulationen, wo diese Spieler denn hinwechseln könnten. Sergi Pascual oder so. Weil eigentlich war es auch ganz interessant, ist, sich mal diese Spieler anzuschauen, falls ich auch selber mal mit dem Sega-Manager dann mit einem krassen Clubspieler, dann könnte ich zum Beispiel Kanté unter Vertrag nehmen, ablösefrei. Das wäre schon geil. Ja. Gut, Kanté ist natürlich ziemlich alt. Wäre natürlich krass, wenn man einen jungen Spieler schafft, unter Vertrag zu nehmen, dessen Vertrag ausläuft und der zusätzlich noch sehr gut ist. Aber davon gibt es nicht so viele. Rashford gab es, aber der hatte eine Option zur Verlängerung, die der Verein gezogen hat. Jetzt läuft sein Vertrag nicht mehr aus. Ja, gut. Dann hätten wir das geregelt hier. Was haben wir für Aufgaben? Davis, oh nein, das mag ich nicht, die Aufgaben. Ferrer in drei Spielen ein, durch Bananenschale. Ich kann den nicht durch Bananenschale verletzen, weil der ist einfach zu krass. 24%, warte mal. Warum hat er am wenigsten Schutz? Rüstung, 3 Sterne. Ach so, der hat noch 4 Sterne Dinge. Oh, sehr interessant.
Tja, leider habe ich nicht so gute Gegenstände. Irgendwie, das finde ich in dem Game schlecht. Man bekommt nicht so. Naja, eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Ich habe bei den meisten hier 3 Sterne, 4 Sterne Gegenstände in allem. Na gut, nicht in allem, aber bei dem, was sie brauchen. Ne? Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass man schwer an solche Gegenstände kommt. Damals war es besser, damals konnte man die im Pfandleihhaus kaufen, heute ist das für was anderes da. Man kann halt auch nicht, man bekommt eigentlich auch nie irgendwie solche Gegenstände in Auktionshaus. Meistens bekommt man da nur 1-Stern-Gegenstände, wie solche Socken hier. Und das wäre, ja, dauert sicherlich sehr lange, um da so viel zusammenbekommen, dass man daraus sich was craften kann. So. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, das wollten wir eigentlich nicht machen. Das können wir auf jeden Fall mal ändern. So wäre die beste Schusstechnik. Wahrscheinlich er hier. Oder? 1234. Krass, dass der gar nicht so viel weiter vorne ist. Was hat denn der bisher? Ja, eigentlich gar nicht so gute Werte. Das ist sehr traurig. Jo, dann tun wir ihn mal auf die Bank. Pereira ist schon deutlich schlechter. Und mache jetzt mal 3 Spiele. Vielleicht machen wir doch noch nicht die 3 Aufgaben. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, dass ich keinen 5-Sterne-Spieler bekommen habe. So. Investieren wir mal weiter. Und hier auch. Wunderbar. Alles auf 20. Und ja, Ferrer, ich hab's so gecheckt. Ey, dieses Game macht mich noch fertig. So, warum Baxter? Naja, wahrscheinlich hat er schon so einige Abzeichen bekommen, nämlich wenn du so einige Zeit spielst und dann irgendwann ganz viele Tore geschossen hast, bekommst du da Boni drauf. Ja. Also ich glaube, so ein 5-Sterne-Spieler auf Level 20 ist gar nicht so viel besser als einer 4-Sterne-Spieler auf Level 20. Der Unterschied ist einfach nur, dass du ihn noch weiter leveln könntest. Das ist der einzige Unterschied, habe ich das Gefühl. Gut, das war's mit, ja, mit der Ununter, mit dem. Wobei ich habe bisher, glaube ich, schon mal einen Cut gesetzt. Genau, wahrscheinlich habt ihr es auch gemerkt. Dann das stimmt das jetzt nicht, was ich sage. Gut, dann mache ich einfach nur einen ganz kurzen Cut. Bis gleich. So. Dann hätten wir das klärt. Ich denke mal, dass wir mit Aufgaben heute nicht fertig werden, aber mit Geschenken annehmen. Das passt immer. So, investieren wir hier noch ein bisschen. Verletzt ist wer? Patterson, aber der wird bald wieder fit. Ui, woher haben wir die denn bekommen? Nein, danke. So. Wunderbar. So, wer kann die denn gebrauchen? Oh, das ist jetzt schwer. Er hat die schon. Ah, Ferrer hat die noch nicht. Dann passt das. Dann haben wir noch eine. Wir haben jetzt bald noch eine Superklebermine und können die nicht gebrauchen. Also für einen 5-Sterne-Spieler. Das ist krass. Gut, dann haben sie mir eigentlich bereit für den nächsten 5-Sterne-Spieler, weil ich jetzt wieder eine 3-Sterne-4-Sterne-Kombo hätte. Ne? Wir haben nämlich hier von 3-Sterne-Gegenstände und dann bald. Was hier die Überwachungskamera war, als 4-Sterne-Gegenstand. Das ist so für einen 5-Sterne-Spieler angemessen bei mir. Weil 5-Sterne-Gegenstände kriege ich selten. So. Kann ich Clip Clash spielen? Ja, dann machen wir das noch schnell. Oder dann wahrscheinlich, wenn ich in einer Woche wieder spiele, sich vielleicht ein bisschen was über, ja, nicht Vereinslose, sondern Spieler mit, ja, mit Verträgen laufen,
die auslaufen. Genau so. Das war, ja, letztes Jahr habe ich da auch schon drüber gesprochen, oder dieses Jahr besser gesagt. Anfang diesen Jahres. Ja, und damals habe ich mir noch die Mühe gemacht, damals, während ich die Namen ausgesprochen habe, deren Bilder einzublenden und auch versucht, die Namen darunter zu schreiben, wie ich es ausspreche. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem damals aufgefallen ist. Aber damals hat wahrscheinlich das auch keiner richtig intensiv geguckt, weil sonst hätte ja jemand darauf sicherlich mal reagiert. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich das sogar echt cool. Dieser Effekt, das Problem da ist, war bloß sehr nervig, das zu erstellen. Weil ich habe irgendwie 20, 30 verschiedene Namen manchmal in den Videos genannt und dann 20, 30 verschiedene Bilder bei Dings raussuchen bei Google. Das war immer nervig. Aber eigentlich müsste ich das wieder machen, weil das hat irgendwie meine Videos verbessert. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht. Was es auch verbessern würde, wäre wahrscheinlich allgemein ein bisschen zu schneiden. Ja, weil es ist. Ich muss eigentlich die ganze Zeit reden, sonst ist es irgendwie komisch, wenn ich nicht die ganze Zeit rede. Es geht in dem Stream mal natürlich, aber nicht eigentlich in dem Video. Deshalb in den Zeiträumen, wo man halt nichts sagt und nichts passiert, kann man ja auch was rausschneiden, ne? Dadurch werden die Videos kürzer und ihr könnt sie schneller schauen, yay. Auf jeden Fall war es das von heute. Morgen gibt es dann wahrscheinlich wieder World Soccer Champions und dann müsste mal wieder eine Folge Beholder aufgenommen werden. Habe ich auch lange nicht gespielt, Mann. Gut, dann machen wir das. Ach, ich streame. Ich würde gern heute streamen. Ich streame heute, glaube ich, mal wieder. Sega Manager. Könnt gerne heute vorbeischauen. Aber vielleicht ist das Video auch erst nach dem Stream veröffentlicht. Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann, wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr alles gleichgültig seht, dann schreibt gerne in die Kommentare Hashtag. Ja, Hashtag heute leider kein 5-Sterne-Spieler für Mr. Mangobaum. Das ist sehr traurig für mich, aber sehr schön für den Algorithmus. Und dann, ja, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüssi.